Saunders und das Schiff des Todes ist ein britisch-deutscher Abenteuerfilm, der auf Motiven von Edgar Wallace basiert. In Deutschland wurde der Film, der im Sommer 1964 in Namibia, Südafrika und London inszeniert wurde, als 22. Beitrag der Edgar Wallace-Serie vermarktet. Gedreht wurde in Farbe, sodass ein elegant, sportlicher Spitfire im schönstem Rot im Wettrennen mit einem Austin Healey zu sehen ist. Ein Film mit Happy End. No use, he's dead. Go back to the car. Go on, go back. The steering had failed. Track rod was broken. Might be hard to prove, but I'll swear it had been cut through. Helga? Helga? It was meant for you. I'll have to phone the house and the police. Don't you see? It was meant for you.